Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tamrider. Schön, dass du wieder mit dabei sein möchtest. Ja, im letzten Part gab es einige Explosionen und Kämpfe mit den Feinden der Solari. Und jetzt geht es weiter. Wir sind auf dem Weg zum Funkturm und wir werden uns auf jeden Fall durchkämpfen. Das ist auf jeden Fall gesagt. Ich guck nochmal, was wir hier machen können. Da können wir momentan nichts machen. Hier gucken wir mal eben. Das ist alles so teuer, ne? Bringt das Projektil präziser ins Ziel und erhöht damit den Schaden. Das können wir machen. Das klingt gut. Das andere habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt, aber egal. Das fand ich gut. Das ist immer nett. Dann gucken wir mal, wie wir hier jetzt so vorankommen. Ja. Mach ordentlich Krach. Die wissen ja eh, dass wir da sind. So. Embrace the Flames. Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Ja, wovon soll er die Leute befreien? The storm is watching. Fear the demons. Okay. Ja, das würde ich gerne anzünden. Ich habe aber gerade kein Feuer. Das ist halt das Blöde. Ich glaube, ich werde hier gleich überrascht. Bin mir nicht mehr sicher. Ja, darauf war ich vorbereitet. No escape. Kein Entkommen. Okay. Jetzt habe ich Feuer. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen rumzündeln wieder. So, kann ich nochmal zurück? Ach, hier, da war irgendwas. Da. Ach, ich kann hier gar nicht durch, oder? Echt nicht? Oh doch, vielleicht kann ich da gleich doch noch durch. Muss ich nochmal genauer gucken. Ich glaube, hier war auch noch irgendwas. Oder? Nee, doch nicht. Was ist das denn? Da wurde auch irgendwas gezielt oder so. Vielleicht die Flugzeugabstürze? Was brauche ich eigentlich noch? Zwei Poster oder was das ist? Sehr schön. Irgendwo war noch eins. Irgendwo hier, ne? Da. Sehr schön. Und ich glaube, das letzte, das müsste irgendwo hier hinten sein. Bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Wir gucken einfach mal, ob wir das finden. Ich glaube, das war irgendwo hier gleich. Wir gucken mal. Ich glaube, in dem Raum. Genau. Sehr schön. %. Was fehlt noch? Ein Dokument? Okay, mal gucken. Vielleicht ist es ja noch hier. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut.
Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Ja, Lara ist begeistert vom Klettern. Sie freut sich schon drauf. Hier ist das Tagebuch. Oder das Dokument. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Ja, Masaias hat gesehen, wie seine Crew, die ihm natürlich nichts bedeutet, von dem Sturm getötet wurde. Sie haben nämlich versucht zu flüchten von der Insel. Ist natürlich nicht geglückt, denn ein Sturm zieht da auf. Und dieser ist anscheinend nicht einfach so zufällig aufgetreten, sondern war wohl ja mächtiger Zauber von dieser Insel. So schaut's auf jeden Fall aus. Und wir haben 100% in der Bergbasis. Das ist schon mal sehr gut. Das haben wir schon mal geschafft. Dann brauchen wir hierhin gar nicht mehr zurück. Hier sammle ich nochmal was ein. Und dann kann ich auch hier reingehen. Oh, pass bloß auf. Oh. Autsch. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Oh ja, wieder auftreten. Basis-Außenbereich. Nee. Das ist doch nicht normal. Oh, eine geile Aussicht. Und Schnee. Ich liebe ja Schnee. Richtig cool. Sehr nice. Hat mir gleich von Anfang an gefallen. Und das ist auch unser Lager. Oder ein Lager. Ah, wir haben auch einen Fähigkeitspunkt. Oh, das macht das Ganze nicht einfacher. Da gibt es so viel zu skillen. Was haben wir denn hier? Ja, das war das. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Das klingt ganz nett. Werfen Sie Ihren Feinden Steine und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig für Ihre Angriffe zu machen. Okay. Jäger. Ach, da können wir gar nicht weitermachen. Hehe. Ich glaube, ich nehme das. Ich glaube, wir nehmen das mal. Das können wir finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Muni zu erhalten. Das ist immer gut. Das ist in Ordnung. Okay. Was müssen wir hier? Zwei Lager gibt es. Es gibt zwei Dokumente, zwei Reliquien, ein Geocache nur und eine Schatzkarte. Okay.
Wieder so hoch. Oh, du Arsch. Du Arsch. Nein, ich will nicht. Oh Mist, ich hab das jetzt nicht geschafft, das F zu drücken. Kriegen wir aber hin. Der hat mich beim letzten Mal schon so überrascht. Das ist doch nicht normal. Aber kriegen wir hin. Und tschüss. Ach, die haben mich schon gesehen. Ja, ich bringe euch auch alle um. Ich hab mich sauer gemacht. Ist da noch einer? Da hat doch eben jemand gerufen. Ah, ich glaube, da oben schießen auch gleich welche. Ah ja, daran erinnere ich mich. Okay. Ein bisschen zu nah. Oh. Ha. Nee, ich bin schon längst weg. Ich bin gar nicht mehr da. Nee, tu ich nicht. Ist da noch einer? Hm, ich glaube, der ist erledigt, oder? Ich finde es immer lustig, dass die überleben, wenn man die ein paar Mal trifft. Ach man, du blödes. Ach Mist. So, jetzt aber. Jetzt aber. Das sind noch mehr, ne? Hier ist was. Die Erkennungsmarke eines Soldaten. Ich erkenne das Kanji nicht. Wurde so etwas im Zweiten Weltkrieg benutzt? Ich guck mir das mal ein bisschen genauer an. Okay. Sagt sie nichts mehr zu. Da sind wieder Gegner.
Oh, ich hätte gern auch Feuerpfeile. Sind viel cooler. Ja, ja. Ich glaube, da kommen auf jeden Fall gleich noch mehr Gegner. Das ist hier richtig schlimm. So, da haben wir auf jeden Fall was. 13. Oktober 1990. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich habe sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Ja, Masaias ist ein böser Mensch, der einfach nur töten will und Gewalt ausüben will. Und darum will er Gefolgsleute um sich scharen und diese zum Töten ausbilden. Weil sonst werden diese auch getötet. Ja, fressen oder gefressen werden, das ist so das Motto. Okay. Also ich weiß, dass gleich noch Gegner kommen werden. Oh Mann. Ja, es hampelt nicht rum. So. Ey, das ist gemein. Ich war noch gar nicht richtig da. Der hat Ausdauer da oben. Der hält einiges aus. So. Das war erstmal das. Aber da ich weiß, was noch kommt, werde ich den Part erstmal beenden. Wir laden schon mal nach. Nehme ich vielleicht die gleich. Mal gucken. Ja. Wir kommen den Funkturm immer näher und näher. Und, ja. Ich hoffe, der Part wieder gefallen. Ich finde es immer cool, wenn wir Dokumente finden, so erfahren wir einfach mehr Hintergrundstory. Das ist immer ganz nice, ja, zu erfahren, so Stück für Stück immer mehr. Wie gesagt, ich hoffe, dir hat es wieder gefallen und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal mit dabei. Das Abenteuer geht auf jeden Fall weiter. Bis dann, deine Inori Eppi.